Seid gegrüßt. Erdbeben in Marokko, Überschwemmungen in Griechenland, Bulgarien, Hongkong, quasi überall auf der Welt und all diese Waldbrände, über die ich hier auf meinem Kanal bereits berichtet hatte. Mein Mitgefühl an die Betroffenen. Aber, das ist doch nicht mehr normal. Dass es eines Tages mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu großen Kataklysmen kommen wird, steht für mich außer Frage. Allerdings, wenn Gott das macht, dann macht er es richtig und mit einem Wisch geht er kurz und schmerzlos auf diesem Planeten mal mit seinem Ärmel drüber und macht sauber. Ruckzuck geht das. Aber doch nicht so kleckerweise, liebe Leute, come on, da ein Feuerchen, dort mal etwas überschwemmen und anderenorts mal an den tektonischen Platten zupfen? Ach herrje. Für mich sehen diese Mini-Kataklysmen menschengemacht aus. Ich gehe davon aus, dass uns allen der Begriff Hab etwas sagt und es kein großes Geheimnis mehr ist, dass man das Wetter nach Belieben manipulieren kann. Also nicht man, sondern die da, ihr wisst schon. Darum will ich in diesem Video von geleakten Informationen aus Freimaurerkreisen berichten, gefunden auf der Homepage von jasonmason.com. Konkret geht es um die Aussage eines gewissen Herrn James Casbold aka Michael Prinz und sein Werk Buret Alive. Der Brite Michael Prinz schreibt als ehemaliger MI6 und US-Army-Angehöriger von Enthüllungen über Operationen der geheimen Weltregierung, bei denen streng geheime NSA-Gedankenkontrolloperationen eingesetzt wurden. Ich zitiere: Im Fokus dieser gefährlichen Enthüllungen stehen die Pläne einer neuen Weltordnung. Die irdische Elite, auch bekannt als Deep State, betreibt ein Netz von geheimen militärischen Untergrundbasen und Tunnelsystemen, die sich unterirdisch über den ganzen Planeten erstrecken. Laut Michael Prinz existieren mehr als 400 solcher geheimen militärischen Untergrundkomplexe, die weltweit miteinander verbunden sind. In solchen Basen kommt hochfortschrittliche Technologie zum Einsatz, die den herkömmlichen im zivilen Sektor eingesetzten Geräten um Jahrzehnte oder gar um Jahrhunderte voraus ist. Das betrifft Gedankenkontrolle, Unsichtbarkeit, Antigravitation, freie Energie, Verjüngungstechnologie, Seelentransfertechnologie, Zeitreisen, Raumportale und fortschrittliche medizinische Technologie, die jede Krankheit heilen kann. Michael Prinz schreibt, dass diese Geräte sich seit vielen Jahren in den Händen der neuen Weltordnung und ihrem Militär befinden. Die Öffentlichkeit wird getäuscht und denkt, dass sie in einer Welt der Demokratie lebt, während in Wahrheit die Repräsentanten der Massenmedien, der Politik oder der Wirtschaft im Auftrag der NWO aktiv sind und die souveränen Nationen der Welt zerstören, um eine neue Weltordnung eines totalitären Kontrollsystems einzuführen. Die vielleicht wichtigste Agenda betrifft die Verringerung der globalen menschlichen Population um rund 85% oder mehr. Das soll durch Kriege, Stoffe, Chemtrails, selbsterzeugte Naturkatastrophen oder im Labor kreierte Erreger möglich werden. Rund 500 Millionen Menschen sollen in naher Zukunft übrig bleiben und der NWO dienen, deren Repräsentanten gerade unter Hochdruck daran arbeiten, ihre Ziele umzusetzen. Darüber hinaus sollen bald alle Menschen der Welt einen implantierten Mikrochip erhalten und von einem globalen computerbasierten Kontrollsystem rund um die Uhr kontrolliert und gesteuert werden. Dieses System arbeitete mit künstlicher Intelligenz und wird als das Biest bezeichnet. Jeder, der in Zukunft versucht, sich diesem totalitären System zu widersetzen, soll durch Geheimdienstagenten und Methoden des technotronischen Stalkings und Bestrahlung mit tödlichen Energien lautlos ermordet werden, indem man das Nervensystem von Zielpersonen anvisiert, welches dann aufhört zu funktionieren, woraufhin die Person unter gewöhnlichen Umständen stirbt. Mit diesem technologischen Netz wird ebenfalls versucht, die Frequenzen von Liebe, Spiritualität und Erleuchtung zu blockieren, die derzeit verstärkt auf unseren Planeten einströmen, weil uns eine seit langer Zeit angekündigte große Transformation bevorsteht. Wir leben somit in aufregenden und gefährlichen Zeiten und müssen versuchen, diese Frequenzen zu stören, um den Aufstieg zu meistern. Zitat Ende. Ich verlinke euch den ganzen Artikel in der Beschreibung. Bitte teilt und liked dieses Video unbedingt, damit mehr Leute erfahren, was hier vor sich geht. Tschüss und bis bald wieder. Ich bin mir bewusst, dass einige uns vorwerfen, wir spielen Gott. Das ist aber nicht der Fall. Wir versuchen nur, das Wetter ein bisschen anzustupsen. Wir wollen die Natur einfach ein bisschen effizienter machen. Dorthin mehr Wasser bringen, wo die Menschen es benötigen, bevor der Niederschlag wieder verdunstet.